Hello, hello Minion. Ich bin auch da, hello. Herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Wir sind gerade auf dem Trampolin. Und Papa hinter der Kamera schon Gesicht so. Auf jeden Fall ist es hier sehr lustig. Und weil Papa die Schuhe anhat, ist er so schwer. Dann rutscht man immer aus. Und mit meinen Haaren komme ich hier die ganze Zeit gegen, da werde ich elektronisch aufgeladen. Und dann, wenn ich diese kleinen Äste da anfasse, dann fliegen die so weg. Und ich sehe, glaube ich, auch sehr lustig aus mit meinen Haaren. Und hüpfen wir mal. Beim Kuhhirten und es ist der 1. Mai jetzt und ja, wie soll man sagen, wir hören jetzt Live-Musik, also gleich, wir haben jetzt gerade Pause und wir genießen hier das Wetter und genießen Popcorn umsonst. Morgen geht's ja in Schullandheim. Was denkst du darüber so? Ich glaube, es wird eigentlich ganz schön, weil dann hat man mal seine Ruhe. Erholung von den Eltern. Das können wir auch nur zurückgeben. Haben wir auch mal unsere Ruhe. Man ist mit seinen Schulkameraden zusammen. Ich bin ja in einem Sechserzimmer. Eigentlich hat mein Papa ja gesagt, man soll ja nicht im Sechserzimmer sein, weil es sonst ganz laut sein kann. Aber wenn man da mit seinen Freunden ist, finde ich das, glaube ich, auch ganz gut eigentlich, in einem Sechserzimmer zu sein. Und wann geht's morgen los? Wie viel Uhr? Keine Ahnung. 10:15. Heute ist der große Tag für John. Es regnet draußen leider, aber der Wetterbericht verspricht für den ersten Aufenthalt von John in einem Schullandheim für morgen oder ab morgen zumindest trockenes Wetter. Und ich wollte John mal eben zeigen, er fährt nämlich in Schullandheim nach Dödling. Das mag nur jemand kennen, der hier in der Nähe von Bremen vielleicht wohnt, bestenfalls. Das ist ungefähr 30 Kilometer von Bremen entfernt und ich bin auch mal dort gewesen. So sah früher mal ein Fotoalbum aus. Auf den Bildern kann man jetzt nicht allzu viel erkennen. Doch, das ist das Haus da. Das habe ich schon gesehen. Genau. Als wir das ja mal gegoogelt haben. Genau, das ist das Haus. So sah das aus. Oder vor über 30 Jahren allerdings, muss ich dazu sagen. Na, hier ist das Auto von meinem Lehrer, von meinem Mathelehrer. Der hat sein Auto mitgebracht. Und das war bestimmt der Blick aus meinem Fenster, denke ich mal. Den ich so hatte. So, dann haben wir hier, also ich konnte früher wirklich kein Fußball spielen. Also ich habe hier das Foto gemacht von einer der Fußballmannschaften aus unserer Klasse. Gut, gegrillt haben wir, wie man sieht, auch. So, hier ist nochmal das Haus im Hintergrund zu sehen, das Gebäude vom Schullandheim. Hier unser Mathelehrer im Kampf. Ja, was die Bilder hier zu sagen haben, ein Fohlen.
und wir laufen hier auf der Straße lang. Und wir laufen hier auf der Straße. Ja, dann haben wir hier wohl so ein Hunderennen besucht. Es war wohl eine Hunderennbahn da und ja, mehr kann ich dir auch nicht sagen dazu. Wir wollten uns nämlich an einer Stelle treffen, wo dann auch der Bus abfährt, wo wir dann direkt dann nach Dötling zum Schülerheim fahren. Und ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich sehe meine Eltern jetzt 3 Tage nicht und das ist schon etwas. Weil eigentlich war das Höchste, wo ich meine Eltern also lange nicht mehr gesehen habe. Also das war, glaube ich, ein Tag, weil ich bei meiner Oma übernachtet habe. Aber sonst habe ich wirklich nirgendwo sonst übernachtet. Oder in Cuxhaven warst du auch schon mal. Ne, warst du ja, doch, stimmt. Eine Woche war ich auch in Cuxhaven, habe ich ganz vergessen. Aber zum ersten Mal bist du jetzt ohne Oma, Opa, Mama, Papa. Ja, aber mit vielen Freunden. Ja, na klar, das ist das Gute. Mhm. So, auf geht's.